Moin moin und willkommen zur 17. Folge von Eisenhorn Xenos. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach den Saruthi, haben zwischen uns mit den imperialen Soldaten oder Guardsmen oder Guardsmen, Guardsmen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall die Jungs hier zusammengeschmissen. Und wir wollen jetzt zusammen zu diesem Trading Post. Allerdings können wir hier nochmal aufrüsten. Könnten wir. Sagen wir es mal so. Nun gut, dann würde ich sagen, nicht lange schnacken. Schauen wir mal, wo es hingeht. Okay. Was ist das? Da liegt auf jeden Fall was. Navy Trooper Diary. Okay. Sehr lange gewartet, bla bla bla. Heute sind wir an der Location angekommen. Bla bla. Emperors Plan Vertrauen. Gut an der Seite. Lord und mein Herzen. Okay, Corrupt and Warp Me. Okay. Ja, da kommen die ersten Vermutungen, dass das Warp sie irgendwie verarscht haben. Und die Aliens da irgendwie in Anführungsstrichen was mit zu tun haben könnten. Also, die Saruthi. Nun gut. Gucken wir uns trotzdem nochmal kurz um. Okay, hier ist soweit nichts. Nun gut. Wait for my signal. Ja, und dann läuft er einfach vor. Wow. Das ist sogar nochmal ein Stück größer, oder nicht? Wo sind wir denn jetzt? Okay. Finden sich auf jeden Fall ein Aufrüstsymbol. Zwei sogar. Kommt man hier lang? Nope. Schon einen Gegner gesehen. Sofern es denn wirklich jetzt ein Gegner ist. What the heck? Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Okay. Das ist wieder so diese typische Warp-Energiefarbe. Okay. Sie greifen einen wirklich nicht an. Finde ich interessant, dass sie einen so komplett in Ruhe lassen. So nah sind wir noch nie an denen dran gewesen. Nun gut. Da liegt noch was. Heute ist das Rendezvous-Tägelchen angekommen. Wir sollen dem Buch folgen. Bravo Squad und Delta Squad. Bla bla bla. Sollen verteidigen. Charlie Squad soll aufpassen, dass nichts entkommt. Okay. Okay, die sollen aufpassen. Das ist nicht nur eine Übung. Na denn. Haben wir noch nichts bekommen. Zumindest habe ich nichts gesehen. Na gut. Oh oh. Guck mal, wer da ist. Civilized sense of grace, any human understanding of aesthetics. And in good faith, we have brought the properties as agreed. Attend to me. I confess that I was by then as afraid as those with me. I have seen horror, and horror itself doesn't terrify me. Nor indeed was there anything horrific about these beings. Alien, yes, and as a Puritan, that was alarming. But objectively, they were impressive, striking creatures. Assured.
almost majestic. Then we may trade. Well, Ecclesiarch, we need confirmation. The true that is ours. The Necrotu. They had the Necrotu. It was now or never, I thought. Look out! They're attacking! Das so einfach ist. Passiert doch gar nichts. Oh, von wegen. Jetzt müssen wir uns hier durchmetzeln. Geil. For the Emperor! Nein, er darf nicht abhauen. Haha. Komische Viecher. Okay, wir sollten auf jeden Fall abhauen. Und den Typen am besten irgendwie mal finden, folgen, wie auch immer. Was passiert da? Oh! Tachchen! Alter! Wollt ihr mich verarschen? Euch schnitzel ich doch locker weg. Geht doch. Au! Und weg mit dir. Geil. Das macht schon Bock. Zack. Jetzt kommt der nächste. Zack. Ich hätte den voll runterhauen müssen. Oh, Muni ist leer. Jetzt noch der da. Zack, zack, zack. Keine Chance. Gott, jetzt müssen wir uns hier durch die ganze Meute fighten. Wow, wow, wow. Wir haben ein bisschen gepennt. Oh, wir kriegen Hilfe. Jetzt können wir nochmal aufräumen hier. Bam. Ja, es ist schon mies, was wir an Damage machen inzwischen. Zack. Ah, die Waffe ist echt gut. Wer schießt hier noch? Okay, bisschen Support. Was geht da ab? Okay. Jetzt auch nochmal Heilung. Oha, das sind ein paar. Nun gut. Wupp. Haben wir den schon? Ja. Den haben wir noch nicht. Na. Eieiei. Das ist echt mies, aber geht noch. Yeah. Das war gut. Das ist mal einen ordentlichen Boost. Oh, shit. Ich hab da gerade was gesehen. Oh ja. Und nun? Was machen wir jetzt mit dir? Moment, was sollen wir mit dem? Okay, wir sollen ihn quasi übernehmen. Interessant. Das finde ich gut. Na komm schon, das schaffen wir. Wir sind ja ein begabter Psyker. Rein in den Kopf. Haha. Weicht da zurück vor uns. Haha. Gleich nochmal. Gleich noch einen mitgeben. Oh shit. Das finde ich gut. Da ist noch einer. Okay, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass die sehr anfällig gegenüber Psi sind. Das sollte ja wohl reichen. Jupp. Er verzieht sich. Na, nochmal, mein Freund. Kein Problem. Machen wir. Oh, oh. Nein.
wehrt er sich. Komm schon, komm schon, komm schon. Oi, 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 oi. Jetzt wird's knapp. Andere Richtung. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh. Was passiert jetzt? Gar nichts. Einfach schief gelaufen. Alles klar. Also nochmal. Hoi. Das ist echt übel. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, da unten. Und komm, komm. Ja. Letzter. Den haben wir jetzt auf jeden Fall. Selbst wenn wir vergeigen. Haha, zieh dich zurück. Flieh, du Sau. Flieh. Der hat da hinten auch noch so ein. Ja, was ist denn das? Penis. Keine Ahnung. Oh, läuft da weg. Kriegst gleich noch eine. Oh, oh. Kann uns nur um einen kümmern. What? Was ist jetzt los? Was? Was zur Hölle? Was passiert da? Okay, wir haben es überlebt, unser Kollege anscheinend nicht. Aber was das jetzt genau war? Ich habe keine Ahnung. Nun gut, weiter. Vielleicht haben die sich jetzt einfach verpieselt. Hm. Vor allen Dingen, wo müssen wir denn jetzt lang? What the heck? Ah, hier. Ah. Guck mal, wer da ist. Hat uns noch nicht wahrgenommen. Finde ich gut. Ha! Jetzt versucht er wegzulaufen. Tja. Da hat er das Buch verloren. Yes, wir haben's. It beckoned to me, telling me to open it and experience its wonders. I didn't even think to resist. What it was showing me was so wondrous. So sublime, so beautiful. The stars themselves, and behind the stars, the mechanisms of reality. The intricate and oh so perfect workings of a transcendent natural force we misguidedly and dismissively called chaos. I undid the wire-like clasps that kept the book shut. Shit! Oh wei. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, der will uns jetzt an den Kragen. Alter, was macht der für ein Damage? Okay. Aha. What? Zwei Schläge? Krass. Wo ist das Buch? Was sollen wir denn jetzt machen mit ihm? Hä? Ich bin verwirrt. Okay. Von wegen, er gibt auf. Oh! Autsch! What? Habt ihr das gesehen, was das abgezogen hat? Alter! Okay, jetzt machen wir mal den hier. Bam! Und nun? Ich verstehe es nicht so richtig. Da hinten ist das Buch. Ich will das Buch haben. Das war so klar. Du Spinner. Na, ich hab doch gedrückt. Tot. Schweinerei. Alter, was der für ein Damage macht. Das ist ja mal echt übertrieben. Wow. Wo dürfen wir jetzt weitermachen? Okay. Na denn. Also einmal hier runter. Und loslegen, wa? Energie müssen wir voll haben. Nun gut.
So, jetzt aber. Ja, wissen wir. Arsch. Ne, ne, ne. Aha. Das war gut. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, was man hier machen soll. Aha. Spinner. Da war Muni gerade. Ah, man sollte es immer wieder einfach versuchen anscheinend. Oh, das hat richtig gesessen. Ich kann nichts mit ihm machen. Jetzt. Don't forget what you came for, Abomination. You counsel well, Inquisitor, for... Idiot. Bent down, torn by duty. The thing should be destroyed. But could not the Inquisition and the Imperium as a whole benefit from the infinite truths it contained? Had I even the right to destroy something so priceless? The Puritan part of me had no doubt. But another part abhorred the idea of wasting it. Evil stems from how knowledge is used. Perhaps if I read a page or two, I could make a better decision. Throw that down, Glor. It's over. For you, yes. I shook my head to cast away the insidious thoughts. The last few pockets of fighting were playing out, and the Saruthi had gone, taking even their corpses with them. It seemed to me the Gudrunites had overwhelmed the troopers by sheer numbers. Few figures were still standing, and I could see none of my companions. Wie, er hat das Buch da gerade reingeworfen? Okay. Ist jetzt doch zerstört? I think it would be prudent to get out of here. It pains me to say this, but we're taking him too. Are you sure? The Inquisition will want to plunder his brain. It is as if this place is coming to an end. We don't want to be here when that happens. Eisenhorn? For pity's sake, you there? Are you there? Conditions are worsening. Three ships just left, moving right past me. I cannot stay here much longer. Respond! Please, respond! We have to get out of here. We have to get the hell out of here. Tell Elizabeth I agree with that. The echoes, delays, and dislocations were catching up with themselves. The wrongness was righting itself. And I thought, with irony, that made things no better for us. 30 weeks before, as we departed Damask, I had sent my request for assistance to Gudrun via Loic, astropathically. I had outlined as much of the situation as possible, and hoped the Lord Militant would send a military expedition to support me. My hopes were not in vain. Oh man, was für ein Ende da mit dem Buch. Wow. Oh. Okay, jetzt sollen wir den Report zum Flottenkommandanten bringen. Haben wir mal wieder eine andere Klotte an. Nice. Nice. Wer sind das? Dark Angels? Ich glaube, die Dark Angels. Ich sehe kein Ordenswappen. Hm. Es müssten aber die Dark Angels sein. Oder die Black Templar? Das sieht eher grünlich aus. Auf jeden Fall ein schönes Bild. Eine fette Flotte. Ah, da sind wir ja nochmal relativ gut rausgekommen. Nur was haben wir jetzt genau mit dem Buch gemacht? Na, wer ist denn das? Hallo, der Herr? How goes the uprising?
Well enough, Inquisitor. We understand the Lord Meliton has declared the Helican Schism over and quashed, though pacification wars are still raging across Thracian. Losses? Considerable. Mainly to the population and materials of the world affected, though some fleet and guard units have taken a beating. Lord Glor's treason has cost the Imperium dear. Ja, ich wollte jetzt mal ganz kurz was sagen. Schaut mal hier die größten Unterschiede zwischen den Typen und die da hinten. Das sind richtige Space Marines. Und nicht so wie Fishing mit seinen komischen Scout-Rüstungen. Glor's treason has cost him his life. His body rots on a nameless world in the system behind us. Your master will be pleased. Na denn. Und? Das sind die Dark Angels. Aber komplett schwarz. Death Watch oder was? Oh yeah. Vor allem schaut mal, wie groß die sind. Wow, mal eben Kopf größer als wir. Was für eine Rüstung. Was sind das? Auch Dark Angels. Geil. Also sind das definitiv Angels. Die gefallen mir richtig gut. Oh, Flottenkommando. Wie mir scheint. We have read your preliminary report, Brother Eisenhorn. Quite a tale it is. You pursued Glor's heretic fleet to this emperor-forsaken outer world, certain that they planned to trade with the Xenos breed, an item whose very nature would threaten the safety and sanctity of our society. Indeed, Lord Brother. The aliens possessed a single copy of a profane and forbidden work we know as the Necrotu. Is that confirmed, Brother Eisenhorn? Lord, it is. I saw it with my own eyes and felt its evil. The Saruthi came upon a lost copy thousands of years ago and agreed to exchange it with the Glor Cabal for certain artifacts of their own culture. Preposterous! The Necrotuch is a myth, and a wretched one at that. These twisted alien filth have fabricated this as a lure for the gullible heretics. It has always been plain that the stakes in this matter have been astonishingly high. Though I am shocked by Brother Gregor's news, I'm not surprised. Only an icon as potent as the Necrotuch could have set this bloodshed in motion. But the Necrotuch... such a thing... Were they successful, Brother Eisenhorn? No, Lord Brother, they were not. The aliens were driven off, and most of the heretics' advance guard, including Lord Glor and Mandragore, a blasphemous child of the Emperor allied to his cause, were slain. Some heretics escaped your purge. Two key conspirators, brother. The traitor Gorgon Locke, who I believe was instrumental in forging the original contact between the Saruthi and Glor's Cabal, and an ecclesiarch named Datso, who I would see as the spiritual force behind their enterprise. They fled from the fight, rejoining the waiting elements of their fleet and left this system. Destination? It is still being plotted, Lord Brother. Even if they're running, we cannot permit them to escape. They must be hounded down and annihilated. No one has asked the most important question of our heroic Brother Eisenhorn. What happened to the Necrotuch? I did what any of us would have done, Brother Molitor. I burned it. Emperor, save us. Enough. State your objection, Brother Molitor, quickly and simply. Eisenhorn must suffer our sternest censure for this act of vandalism. The Necrotuch may be a foul and prescribed work, but we are the Inquisition Lord. By what right did he simply destroy it? The contents of the Necrotuch might have given us insight into the arch-enemy of mankind. Incalculable insight! Eisenhorn has disgraced the very heart of our sacred Inquisition. Brother Sondard. My lord, I agree. It was a desperate and rash action by Eisenhorn. I may applaud his rigorous effort in thwarting Glor and his conspirators. But this erasure of occult lore earned only my opprobrium. Brother Voke, what's the... Is this a court, my lord?
Am I on trial? No, brother, you are not. But the magnitude of your actions must be analyzed and considered. Brother Voke? Eisenhorn was right. The Necrotooth was an abomination. It would have been heresy to permit its continued existence. Brother Endor. Gregor Eisenhorn has my full support. From your moaning, Molitor, I wonder what kind of man I'm listening to. A radical, certainly. An Inquisitor, I have my doubts. You knave! You horse and bastard knave! How dare you! Very easily. What secrets did you both think we could learn? Except perhaps how to pollute our minds and boil away our sanity. The Necrotooth has been forbidden since before our foundation. We need not know what's in it to accept that prohibition. Tell me, do you need to actually contract Ulrin's pox yourself to know that it is fatal? The objections of my brothers are noted. I myself commend Eisenhorn. Given the extremity of his situation, he made the best decision. Thank you, my lord. Let us retire now and consider this matter. I want to hear proposals for our next course of action in 4 hours. It didn't take long for the astronavigators to finish plotting the course of the heretic fleet. They were going to 56 Izar, a system deep in the heart of Ceruthi territory. I decided to see if we could learn more from our captive, Malahite. Tja, Mann, da wird man hier noch quasi halbwegs angeklagt und die beiden Rechten sind irgendwie... Ich würde sogar schon fast sagen, vom Chaos befallen, vielleicht, eventuell. Man weiß es nicht. Es wirkt auf jeden Fall so. Nun gut, wir sind jetzt aber trotzdem am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie soweit Spaß gehabt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.